Elisabeth Kittel von den Grünen Wien setzt fort. Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin Magistra Elisabeth Kittel. Ich erteile dieses. Vielen Dank, liebe Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen vor den Bildschirmen. Ja, wir wissen gerade hier im Parlament auch, wie viel Regelungsbedarf die Pandemiebekämpfung brauchte und immer noch braucht und die gesamte Verwaltung und Gesetzgebung seit Beginn 2020 in Anspruch nimmt. Finanzausgleichsverhandlungen aber zur Verteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden brauchen Zeit und brauchen Ressourcen. Und daher sind die FinanzausgleichspartnerInnen übereingekommen, den bisher geltenden Finanzausgleich und die daran anknüpfenden Forderungen und 15a-Vereinbarungen bis 2023 zu verlängern. Und das ist gut so, denn es gibt ausreichend Zeit, notwendige Reformen vorzubereiten, die ja nicht nur von uns, sondern auch von vielen anderen gefordert werden. Und was alles gefordert wird, kann zum Beispiel im Regierungsprogramm nachgelesen werden. Es geht um die Entwirrung der Transferströme, die Schaffung von klaren Zuständigkeiten und Finanzverantwortlichkeiten, die Stärkung der Steuerautonomie der Länder und Gemeinden, die Koppelung der Zahlung aus dem Finanzausgleichsgesetz an die Klimaziele, und auch hier das Erreichen der Klimaziele als gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden. Und da sind auch Sie gefordert, liebe LändervertreterInnen. Unterstützen Sie diese Reformen, dann sind wir schneller bei einem neuen und besseren Finanzausgleich. Auf die Förderungen, die erhöhten und verlängerten, ist der Herr Kollege Köck schon eingegangen. Vielen Dank. Und nur eine kleine Replik auf den Kollegen der FPÖ. Wenn Sie die angespannte Lage in den Krankenhäusern, wenn Sie darüber reden, dann stimmen Sie für die Impfpflicht, dann werden die Krankenhäuser auch entlastet. Was allerdings nicht auf 2023 verschoben werden kann, und die Kollegin Lancaster hat das, ist auch schon darauf eingegangen, ist die 15a-Vereinbarung zur Elementarpädagogik. Und es freut mich, dass wir uns da alle so einig sind. Auch der Kollege Alamowski ist am Vormittag schon auch und der Herr Landeshauptmann Wallner darauf eingegangen. Denn es braucht dringend, und das wissen wir alle, eine ganzjährige, eine ganztägige und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in ganz Österreich. Und es braucht einen Ausbau, eine Verbesserung. Es braucht einheitliche Standards und selbstverständlich braucht es auch mehr Mittel in der Elementarpädagogik. Das kann nicht warten und wird daher gerade zwischen Bund und Ländern verhandelt, um möglichst schnell umgesetzt zu werden. Und ja, wir haben es gehört, natürlich sind die Gemeinden vor großen Herausforderungen aufgrund der Corona-Krise. Es sind mehr Es sind höhere Ausgaben und weniger Einnahmen da und daher wurde schon zu Beginn der Pandemie 2020 das erste Gemeindepaket mit 1 Milliarde beschlossen und Anfang 2021 das zweite Gemeindepaket mit 1,5 Milliarden, wobei ein großer Teil für eben strukturschwache Gemeinden ausgegeben wurde. Aber auch darauf ist Herr Kollege Köck schon eingegangen und brauche ich nicht nochmal eingehen. Aber was dabei wichtig ist, die Bundesregierung beobachtet permanent, wie es den Gemeinden geht und sie ist dazu mit dem Gemeindebund im regen Austausch und sie analysieren laufend, wie hoch Investitionen und der Verschuldungsgrad der Gemeinden sind. Und daher, auch das hat Herr Kollege Köck schon gesagt, deswegen wird meine Rede heute etwas kürzer, wird sozusagen werden die bereits ausbezahlten Vorschüsse aus dem zweiten Gemeindepaket werden nicht zurückgezahlt werden müssen. Und nicht zu vergessen, in dem Zusammenhang sind auch die Zuschüsse an die Gemeinden, aufgrund die sie ausgeben müssen für kommunale Impfkampagnen, aber genauso auch, und das ist ein Anreiz und kein Ausspielen und kein Wettbewerb, auch mehr als 500 Millionen für die Gemeinden je Durchimpfungsrate. Das sind bis zu 70 Euro pro Hauptwohnsitz gemeldete. Das alles sind wertvolle Hilfen zur Sicherung der Gemeindefinanzen für Radwege, Gehsteige, Straßen, fürs Klima, für klimaschützende Energiegewinnung, für den öffentlichen Nahverkehr, für Bildung und für alltägliche Infrastruktur. Und ich vertraue darauf,
dass, wenn zusätzliche Hilfen notwendig sind, dass die Regierung und in manchen Bereichen natürlich auch die Länder wieder rasch reagieren werden, auch für die freiwilligen Feuerwehren. Danke. Elisabeth Kittel war das von den Wiener Grünen.